Ah, guck mal, das Holz hat sich schon den Weg selbst gesucht. Das benutzt jetzt schon automatisch die Eisenbahn. Heißt, wir müssen die Linie jetzt so schnell wie möglich ändern. Das heißt, der fällt weg. Dann ändern wir das so. Haben wir schon mal einen Ort komplett für die Eisenbahn. Ist doch schön. Also die werden jetzt umgesetzt auf die andere Linie. Du bist ein sehr cooler YouTuber. Best YouTuber. Ach, hör auf zu schleimen, Mensch. Hab dich seit einem Jahr abonniert. Ist doch schön. Freut mich. Schon gut zu wissen, dass einige noch bis dahin da geblieben sind. Das rentiert sich wie 92 Pferde. Nee, 96 Pferde. Weil wir das Doppelte an Geschwindigkeit hier fahren, ne? Boah, 56 ist eine tolle Lok, finde ich, ne? Kann man mitfahren, ne? Cool ist, du kannst jetzt auch so fahren. Bahnhof, halt, geh zurück. Schön, haben wir einen schönen Güterzug. Ich hoffe, dass das auch nicht wieder so viel Minus machen wird. Obwohl diesmal denke ich nicht, weil wir ja hier eine schöne Holzfabrik haben. Und die Produktion steigt wieder. Das ist so mal schön. Das ist schon mal sehr gut. Ich vermute mal, dass sie keinen Bock mehr hatten vielleicht, dass sie... Weil das so lange dauert, kann ja auch sein. Obwohl die Produktion sinkt wieder, das ist nicht gut. Der ist doch nicht schön. Was ist nicht schön? Ich mag die 6 und... Das ist eine schöne Lok, falls du das meinst. Ach so, so. Das Pferd gibt's ja nicht mehr, dann machen wir es so. Der Güterzug, der ist schön. Jeder mag Güterzüge. Besser als diese doofen LKWs. Hast du? 56 for President. Besser als Clinton und Trump hier. Die 56 macht das. Zu der habe ich mehr Vertrauen. Gut, 56, 53, Entschuldigung. Leonard RW macht auch gerade ein Stream von Transport wieder. Ich dachte aber, dass du das warst. Was? Wie kann man mich verwechseln? X geht über Personenzüge. Mhm. Die Produktion steigt wieder, das ist gut. Stück für Stück wird das wieder. Dann ich mich gewundert, wo die Facecam war. Ja, toll, die kann man mich mit Leonard Railworks austausch verwechseln. Oh mein Gott. Wie kannst du nur? Problem ist, dass die Personenzüge überhaupt kein Geld machen hier. So. So. Dieses Geräusch. Diese Kettensäge nochmal hören. Brimm. Oh, schön.
Was ist mit der Produktion denn los? Ich weiß gar nicht, warum die so langsam sind. Warum steht der hier eigentlich noch? Hä? Treibstoff? Du bist hier falsch. Du auch. Du auch. Du auch. Ja, Train, das ist voll gemein zu mir. Fügen wir die ganzen Fahrzeuge mal der Linie 3? Nee. Was? Warum ist Linie 3 denn noch hier? Oh, fuck. Ich hab voll den Fehler gemacht. Ich hab die Linie 2 kaputt gemacht. Das war der Fehler. Verdammt, verdammt, verdammt. Die Linie 2 ist doch nicht das hier. Oh, 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 oh. Das ist ein grober Fehler. Ja. Die braucht. Die haben von dort nach dort, weil das Öl da ist, ne? Das Öl wird von dort nach da gebracht. Das Öl wird hier gewonnen. Und ich habe den entfernt. Das war ein großer Fehler. Verdammt, was habe ich gemacht? Das hier kommt er hin, voll an einer Fracht. Kein Wunder, warum das ganze Geld jetzt plötzlich weggeht. Ich habe hier einen großen Fehler gemacht. Ich habe die Linie 3 mit der Linie 2 verwechselt. Hier kommt das weg. Oh, 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 oh. Ob das noch behoben wird, der Schaden. Das kann nur von Zeit dauern. Vollladen einer Fracht, so. Jetzt müsste der ganze Kram auch wieder laufen, hoffentlich. So, wir setzen mal vermehrt auf Linie 3 jetzt mehr Pferde ein. Weil sonst haben wir ein großes Problem. So, Zeit wieder schnell machen. Jetzt ist die Kacke am Dampfen, ja? Werden wir das Unternehmen noch retten können? Ich weiß es nicht. Ich habe schon mal... Das ist, glaube ich, nicht das erste Mal, wo ich ein Unternehmen in an die Wand gefahren habe, persönlich, ne? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Keine Warnung, das auch noch. Was ist das denn hier? Achso, das wird dann ausgeblendet. Okay, verstehe. Auf das Unternehmen steigt jetzt wieder. Die Produktion steigt schon mal, das ist sehr schön. Wir haben schon mal 10. Nachher will die Bank noch ihren Kredit wieder haben und dann, ja, dann verlieren wir alles. Die Gleise werden der Bank gehören, denn dann kommt dann plötzlich noch ein Banker an hier. Ja, sie haben doch im Spiel hier ganz viel Geld geliehen. Dann kommt er, schleppt er meinen ganzen PC weg, meine ganzen Sachen, mein Bett, alles weg, denn, ne? Ich meine das als Ironie, Tore ist doof. Toll. Meinst du, was wir euch alles bei Trails hinterm Rücken erzählen, ne? Was? Wer hat das gesagt? So, Niklas, gib Gas. Lokführer Niklas muss hier... Niklas. Niklas, so. Ja, kriegst dich hin. Auf jeden Fall muss er jetzt ein bisschen Gas geben hier. Wir brauchen Geld. Aber mehr als 50 ist leider nicht, ne? Oh. In welchem Jahr kriegt man einen Bus, wenn der Bus erfunden wird? Ich weiß nicht wann. Auf jeden Fall geht das ja schon mit Bussen, mit Pferdekutschen, ne? Oh, oh, wir sind in den Milliardenschulden, ey. Oh, 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 oh. Nur wegen diesem einen Fehler, ey. Verdammt. Das ist so kacke, wenn du nur so wenig Einnahmen hast, ne? Guck mal, alles im Minus hier. Aber die Eisenbahn ist ins Plus gegangen. Das ist doch schon mal schön. Die rentiert sich jetzt schon mal. Der Güterzug noch gar nicht. Gut, abwarten.
wenn das nicht rentiert, wenn das immer schlimmer wird und irgendwann doch nicht mehr rentiert, dann haben wir zwar ein großes Problem, dann müssen wir, glaube ich, neu anfangen, aber für die ersten Versuche geht das noch, ne? Es ist noch neu, das Spiel, also man spielt es zum ersten Mal und ich glaube, das ist auch ein bisschen, das Verhältnis ein bisschen anders im Vergleich zum Vorgänger. Mal schauen, das kriegen wir schon irgendwie geschaukelt. Der Niklas fährt die Strecke ab. Nein, ich sing das jetzt nicht. Auch wenn er sich jetzt geehrt fühlt, ne? Mir fällt sowieso kein Text ein. Weshalb ich das so jetzt sag. Niklas, gib Gas. Das Unternehmen zählt auf dich. Gib Gas. Er ist hoch im Minus, ja. Hoch im Schulden, ne? Die reiche, arme Bundesbahn heißt es ja mal so schön, ne? No Cash, genau. Kein Geld, gar nichts da. Solange die erste Dampflok erstmal restauriert werden muss, dann haben wir sowieso die Arschkarte. Dann wird sowieso alles runtergehen. Kein Geld am Arsch. Genau. Die Produktion ist im Keller. Du musst fahren. Schade, dass man nicht noch schneller machen kann. Weil man kann nichts machen ohne Geld. Das ist es halt, ne? Ich kann das Unternehmen noch mehr an die Wand fahren, aber sonst... Oh, geht gar nicht, ne? Wie will es das machen ohne Geld? Ein bisschen peinlich. Meinst du? Ich hab gehört... Menschen ohne Geld verlieren ihr Verstand. Komisch, oder? Tja, Niklas, das scheint wohl. Ich muss dein Gehalt kürzen. Du hast viel zu viele Waggons auf dem Güterzug, ja. Ich war auch der Hoffnung, dass das ein bisschen mehr Baumstämme werden, aber irgendwie ist die Produktion im Keller gegangen, weil ich die Linie gelöscht habe aus Versehen. Enjoy, du hast recht. Du hast recht. Unternehmen ist sowieso fast im Keller. Ich bekomme dein Geld. Bekommst dein Geld? Komm mal, was es wolle. Na, das werden wir ja mal sehen, ne? Hey, was machst du da? Was machst du da? Ja, okay, du kriegst dein Geld. Fahr weiter. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Schau mal, einer ist immer halb voll. Du kannst das auch machen, dass er warten muss, bis er voll ist und nicht leer fährt. Ja, aber das rentiert sich doch auch, ne? Ich meine, die Betriebskosten sind dann auch anders, ne? Aber ich glaube, du hast recht. Ich höre mal auf dich. Ins Depot. Zwei Millionen. Haha. Wenn man es vielleicht im letzten Jahr sieht, dann... Okay, es steigt.
Was machst du denn jetzt? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. So. Wir brauchen Geld. Warte, freie Wege? Achso, Personenzug, ja. Natürlich. Das ist keine Zugeinstellung, was? Hätte ich doch weiterhin aufs Pferd gesetzt, ne? Das Geld schwindet. Wenigstens der Personenzug macht Minus, ja toll. Er war doch noch ein Plus! Geld regiert die Welt, ja, hast du recht, ne? Da hast du eindeutig recht. Geld regiert die Welt. Bam, 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 bam. So, da ich ja sowieso nichts mehr zu verlieren habe. So. Schade, ich habe leider nichts, womit ich mich erhängen kann. Also, ha. Schade. Was kann man dagegen machen? Muss man wohl weiterspielen. Wie fährt man am besten einen Betrieb in... In das Rote, ja, ne? Alles klar, ja, genau. Ich will mal wissen, ob jemand was anderes macht, hätte er wirklich so viele Schulden. Ich sehe aber so, ich sehe es aber schon jetzt, dass das irgendwie ziemlich ins Minus geht hier. Boah, da warten ja auch schon so viele, löscht da auch mal ein paar. Die Betriebskosten sind viel zu hoch. Was, wo, au. Oh ja. Oh ja. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber es hat sie auch mal rentiert. Mal. So, weg. Weg. Wow. Das ist vom Spiel, die Musik. Ein Moment. Verdammt, der Schnupfen, ne? Vielleicht eine zweite Station, ja? Gut, dass wir... Okay, das sind alles eine, das lohnt sich nicht. Aber eigentlich haben die sich auch alle aufgeteilt, das ist gar nicht aufgefallen. Irgendwie ist da... Durch diesen Fehler bei mir ist da komplett was durcheinander geraten mit der Produktion und jetzt ist alles im Keller.
Jetzt müssen alle Reiter ihren Job verlieren, ne? Neu Look? Was? Was meinst du? Achso! Die Musik ist nicht hinterlegt, ne? Die gehört zum Spiel tatsächlich. Ein neuer Look, ja wahrscheinlich. Ich denke, das reicht. Oh, die Dampflok rentiert sich schon ein bisschen, ne? Mit so 36.000 geht ja noch. Besser als 114.000. Wo ist die Linie 3? Linie 3 war das schon eben. Okay. Was macht denn Linie 2? Da stehen auch so viele, ne? Wobei das noch geht. Da ist noch alles am Laufen. Welches Handy hast du? S7. Ich kann 30 Millionen Darlehen aufnehmen? Es ging nur bis 10 Millionen im Vorgänger. Nein, jetzt ist Schluss. Bis 10 Millionen. Aber ich denke, das kriegen wir nicht mehr wirklich raus, das Unternehmen, ne? Raus aus den Schulden, die Sendung. Wie hieß das denn mit RTL hier, ne? Gib uns deine Nummer. Ein anderer Modus? Das kann es sein. Abteilwagen. Naja, S4, naja. Ist auch ein bisschen alt jetzt, ne? Aber ich habe noch nie ein Problem mit Samsung gehabt, deshalb. Ganz gut. So, die LKWs sind ja später wieder benötigt. Wenn das jetzt ein bisschen. Wie es aussieht, wird das auch ein bisschen mehr jetzt mit Holz, ne? Ja, die Produktion steigt wieder, das ist gut. Jetzt eben wieder gesunken, aber ich vermute mal, jetzt steigt sie wieder. Oh! Wie macht Profit? Wie macht Profit? Das ist gut. Ich habe schon überlegt, ob ich das dann nochmal neu anfange, das Spiel, aber mittlerweile kommen wir wohl raus aus den Schulden. Boah, ist ja furchtbar. Siehste, S4 ist schon ein bisschen weitergekommen, ne? Deswegen. Was ist denn Linie 2? Linie 2 ist das hier. Die macht ja auch recht, ja? Wie es aussieht, macht die wieder langsam. Die geht wieder ins Plus langsam. Jetzt da der andere Betrieb wieder ging. Das war der Parallelbetrieb, dass wir hier die Waren zusammenkriegen für das hier, glaube ich. Ne? Ja, genau, das hier war das. Mittlerweile, die steigt mir. Ich würde das lassen, das geht langsam wieder hoch. Auch dieses, ja, das Holz steigt auch langsam wieder. Ich gucke keinen Naruto, tut mir leid, aber andere Animes, ich weiß nicht, gelegentlich, wenn eine gute läuft, gucke ich die natürlich. Oha. Was ist das denn hier, volle Züge? Gott,
Und schon habe ich zu wenig Waggons, ne? Wie kommt das bloß? Bin so aufgeregt, das gleich zu spielen. Ja, kann ich mir vorstellen. Tja, da muss man halt Prioritäten setzen. Das ist leider so. Handy oder Gaming-PC? Ich habe auch die Wahl, das ist leider so nun mal, ne? So ist das Leben. Gemein. Welche Animes? Gott, vielleicht habe ich jetzt letztes geguckt zum Beispiel. Zurzeit gucke ich gerade kein Anime. Ich weiß auch gerade selbst nicht so, welche ich geguckt habe. Schon ein bisschen her. Fast volle Züge, das ist nicht gut. Beziehungsweise ist gut, aber ich habe keine Waggons, weil ich die alle verkauft habe. Letzte Zeit, ich habe Star Wars The Clone Wars vor kurzem durchgeguckt. Nach langer Zeit endlich mal, ne? Gut. Guck mal, da, plus, plus, plus. Es wird wieder. Wir leben bald wieder. Aber die Linie 2 ist schon wieder ins Minus gerutscht. Warum? Sind da schon wieder so viele in der Ecke, oder? Sie läuft langsam wieder. Hier läuft auch alles wieder langsam. Hier stehen ein paar, das geht. Es wird wieder. Ich glaube, das wird wieder langsam. Es braucht Zeit. Es braucht tatsächlich Zeit, bis das hier alles wieder läuft, ne? Im Moment hast du nicht zu wenig. Zu wenige. Du nimmst hier alle mit. Ja. Das wird sich aber bei der nächsten Fahrt, glaube ich, ändern. Da haben wir schon zu wenig. Revolution! Er liest ein Buch. 50 Seiten. Wow. Ich lese keine Bücher. Keine Zeit. Was soll ich das denn da machen? Und spielen ist sowieso besser. Also besser für Handlungen und so. Ich weiß nicht. Jeder hat das eigene, ne? Handy-Livestream ist ein Scheiß. Ja, okay. Na, das tut mir aber leid, dass es nicht so gut läuft, ne? Ich vermute mal, dass es bei dir liegt, ne? Also, andere beklagen sich halt nicht, ne? Gut, ich guck mal hier. Warte, nur 5. Was ist denn jetzt schon wieder? Hä? Warum ist die Produktion schon wieder so runtergegangen? Warum? Oder was keiner abholt? Nee, da holt, da steht auch noch einer. Alles gut. Ein neues Fahrzeug ist verfügbar. Die Frontenac. Schön, dass wir Schiffe auch hier überhaupt nicht verwenden können, leider. Eine Hüttengleise sind völlig unnötig. Welche denn? Was meinst du? Wo? Das da. Ja, gut. Ich habe ein bisschen gestreckt, ne? Und Computer geht besser mit Schreiben. Ja, gut. Das ist ein Grund. Aber wir sind nicht mehr im Millionenbereich. Das nehme ich schon mal als sehr, sehr erfolgreich an. Oh, trotzdem schreiben wir noch schwarz. Okay. 200. Nee, wir kommen langsam raus. Stream geht flüssig, okay. Ja.
kommen wir auch wieder raus. Niklas, gib mal Gas hier. Scheuch, scheuch, scheuch. Bin ich nicht mieser Arbeitgeber. Aber du musst auch Gas geben hier, ne? Ihr seid nicht nie. Mein Buch liegt schon seit ihr neu, ja, auf neben meinem Bett. Gerade mal einen Achtel gelesen. Wow, ja gut, so geht's mir auch. Ja, auch Bücher gekauft, die ich nie gelesen habe, tatsächlich, ne? So lange werden wir, glaube ich, auch nicht mehr machen. Dann machen wir gleich eine Aufnahmepause. Ich glaube, die Zinsen deiner Laden killen dich. Ja, das sehe ich auch so. Zinsen, wie hoch sind die eigentlich? Zinsen, wo sind die denn? 100.000 geht eigentlich noch, ne? Niklas hat die Lebensdauer erreicht und sollte ersetzt werden. Niklas, du sollst ersetzt werden! Was? Niklas? Oh! Das existiert noch, das Pferd? So, damit das was auseinanderhalten kann, ne? Aber Niklas, wir können dich nicht ersetzen. Ich glaube, wir treiben uns ja auch in die Ruinen. Ich glaube, wir... Es rentiert sich nicht mal weiter zu bauen hier. Will nicht ersetzt werden. Ja gut, bist doch nur das Pferd. Du hast auch eine Eisenbahn noch. Oh, du rostest auch schon so ein bisschen, ne? Du wirst alt. Du fängst an zu rosten. Ich glaube, der Zustand von... Zick-Tack ist auch nicht mehr so der beste, ne? Boah, der ist auch schon komplett rostig geworden hier. Bei mir ist es so, wenn ich lange lese, tut meine Augen weh. Wenn zocke, dann kann ich 5 Stunden und es tut nicht weh. Ich habe das Problem beim der Schule habe ich das Problem, wenn ich lange zuhöre, kriege ich auch Kopfschmerzen extrem. Warum auch immer. So. Ich würde glatt mal sagen, dass mein Headset ausgegangen ist, weil ich das nicht am Stecker habe. Warum auch immer. Na komm. So. Ich würde jetzt mal sagen, es rentiert sich nicht mehr, den Spielstand hier weiterzumachen. Wir haben quasi versagt. Ich könnte ihn so einfach mal laufen lassen, also mal speichern mal. Let's Play. Ich könnte den mal so noch weiterlaufen lassen und mal gucken, was passiert. Weil ich denke, das wird nichts mehr. Und wollte ganz gerne die Aufnahme jetzt beenden. Und ich würde sagen, bei der nächsten Aufnahme versuchen wir es nochmal ganz neu. Mit einem neuen Unternehmen. Auf der Hoffnung, dass es diesmal besser läuft. Mal sehen. Vielleicht haben wir ja Glück. Guck mal, du bist 14 und schon auf das alte Eisen hier, ne? Guck mal, die ersten Stellen von Gebrauchtspuren. Ja, nun, Niklas, so leid es mir tut. Aber ich denke, die Lok wird nicht mehr existieren, wenn wir neu anfangen. Da der Spielstand nicht mehr, glaube ich, wirklich zu retten ist. Bei Einstellungen kann man machen, dass alles nichts kostet. Ja, toll, aber dann macht es doch keinen Spaß mehr, Niklas. Dann ist doch kein Sinn, das Spiel zu spielen. Nun ja,
Wir werden jetzt die Aufnahme beenden und ich würde sagen, beim nächsten Mal werden wir von neu anfangen und nochmal diesmal alles richtig machen. Ich hoffe, euch hat das Let's Play soweit gefallen und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Gebt den Ganzen einen Daumen hoch und falls ihr mehr sehen wollt, abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Bis dahin würde ich sagen, tschüss, wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme. Und ja, hoffen wir mal, dass es dann besser laufen wird. Okay, tschüss.